Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, New Mexico. Ich mag mal so diese kleinen Flüsschen. Hatten wir letztens auch diese eine Stelle gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein ATS oder ein ETS war. Ob wir da auch bei dem Einfluss da so. Ready to roll. Lang gefahren sind. Wieder den Kurven hier. Hey. Das hier. Okay. Der LKW steht einfach direkt bei der Ausfahrt, Einfahrt, was auch immer. Tja, sollt ihr davon noch reinfahren? Gucken wir mal hier. Wo die nächste Raststätte wie. Ach, guck mal hier, doch, die verkauft da vorne. Ah, doch, wir haben noch. Oh! Viel Auswahl. Thanks, my man. Keep
Da hat wohl jemand einen Adlib zum Geburtstag geschenkt bekommen. Nicht mehr hinter seiner verfickten Linie warten kann. Nee, nee, nee. Dann fahr doch mal! Hält der die ganze Straße auf. Was wir jetzt alles machen können. Wartung. Ja, ja, ja. Wow, sieht ja echt gut aus. Sollte man für Reifen mal tauschen? Ja, wobei, Digga, 12.000 Euro allein für Reifen muss ich verarschen. Ja, nee, nicht mal 15.000 Euro. Wow. Ja, let's go. So, was haben wir denn hier so?
Na, ja, hier sehe ich erstmal keinen Handlungsbedarf. Was mich aber gerne interessieren würde, ich habe schon öfters überlegt, ob wir nicht umsteigen sollten auf das. Achso. Ah, schade. Ich dachte, die Achsen bleiben trotzdem weiter vorne, aber nee, da wird doch die Achse weiter hinten. Da werden die hinteren Achsen, die vorderen Achsen hinten verschoben. Das ist natürlich blöd. Ich meine, gut, solange wir das Rad oben lassen, ist der effektiv für den Drehpunkt Hopfen weiter vorne. Ne, weil hier ist der hier. Und da ist er jetzt da. Also viel spannend die Strecke. Solange wir das hintere Rad umlassen, natürlich, klar. Aber ich finde es halt optisch nach wie vor irgendwie mit dem Rad sieht halt hässlich aus. Ich meine, ich verstehe es, klar. Weil gelenkte Achse mit Doppelbereifung ist halt schwierig, so. Aber das wenigstens ist nicht hier, wenn die Achse eh nicht lenkbar ist, sondern hochgehoben werden kann, dass er nicht eine normale Doppelbereifung ist. Das ist halt ein bisschen schade. Wir nehmen jetzt einfach das hier. Ja. Der sieht doch knuffig aus. Ja, alle verwerfen. Also siehst du, unsere Platten hier nimmt er auch weg. Was ist das für ein Hurensohn? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte gerne schon meine Dinger wieder zurück hier. Danke. War das vielleicht? Nee. Ja, ist halt die Frage, ob wir nicht auf das Modell hier umwechseln. Ja, da war vorne beim LKW drei Achsen, hinten drei Achsen, jeweils eine Achse hochfahrbar. Also können wir quasi entscheiden, ob wir vorne und hinten drei Achsen haben oder vorne und hinten zwei Achsen. Wie gesagt, schöner wäre es natürlich, wenn wir hinten vier Achsen haben, weil dadurch, dass die weiter in der Mitte sind, tragen die schon mehr Last. Ne? Das heißt, man könnte den Auflieger insgesamt stärker belasten. Weil gesagt, die vierte Achse ist halt immer diese Single-Bereifung. Das geht mir halt schon echt hart aufs Sack. Ich glaube, wir nehmen das. Okay. Let's find a new route. Mit dem Atemzug können wir eigentlich auch gleich mal gucken. Aufliegermanager. Wir hatten ja noch einen so einen Kastenauflieger, ne? Ah, so bloß ein Dreiachser, okay. Ja, hier, bei dem ändere ich das auch mal um. Anpassen. Oh, wie fehlt eine Klappe? Was ist hier schief gelaufen? Interessant. Ja, was hier? Eine Auswahl des Fahrwerks, bla, kann hier nicht gekauft werden. Der Auflieger muss sich vorher in verfallenen Ländern befinden. Ach so, weil damit der effektive Drehpunkt extrem weit hinten wäre. Und ich damit durch keine Achsen, durch keine Kurven mehr komme. Na gut. Interessiert mich nicht. Ich brauche das hier. So, jetzt bauen wir uns mal hier beide Seitenteile an. Das ist ja Katastrophe. Hä, wieso gibt's hier nur das ohne Loch? Ich bin verwirrt. Na klar, bestellen. Vielleicht fällt's doch deswegen. Hey, eben hier bei unserem Auflieger. Da war vorne so ein Loch. Hä, hey, aber es ist doch beide vielleicht ein Aufliegermodell, oder nicht? Ist das nicht das gleiche Modell? Wo sehe ich das Modell überhaupt? Baureihe AKRB 18. Ja, AKRB 18 ist das gleiche. Warum habe ich denn hier mehr Teile als bei dem?
Hast du gekürt, 18, ein paar Achse. Hä? Wieso geht. Ach so! Ich dachte, das ist eine schlimme Information, aber es war einfach nur ein Fehler. Ah! Lol. Hab einen Bug entdeckt. Wenn du hier drauf bist und weg ist von dem Feld, dann verschwindet normalerweise das Ding. Wenn du aber so schnell rüber gehst, dass der Maus diesen kleinen Bereich hier überspringt, dann hat er keinen Trigger mehr, um das Ding auszublenden. Ergo bleibt das Feld einfach da. Egal was du machst. Er passt sich sogar an, also das Ding lebt sogar noch. Aber eigentlich sollte es an der Stelle gar nicht mehr gezeigt werden. Lol. Ja gut. Witzig auch, dass es hier nach oben geht, über der Maus. Aber wenn ich nach rechts gehe, dass er wieder nach unten geht. Cool. Egal. Sie ist gerade schon wieder alles verflucht. Ich hab schon wieder Angst hier. So, haben wir ein bisschen angepasst. Jetzt haben wir hinten schönerer. Hoffe ich mal. Hat er vielleicht irgendwelche Räder geändert? Nee, ne? Ne, doch. Immer noch über die Chromfelgen. Ja, gut. Können wir jetzt wieder pennen? Nee, ne? Bestimmt noch zu wenig Zeit vergangen. Gut, außerdem haben wir Auflieger, können wir eh nicht pennen. Ja. Scheiße. Wir sind nicht müde genug. So, muss ich hier einmal. Stimmt, der dieser Stahl Dings da. Hat sie das Licht nicht angehabt? Oder hat er das Licht ausgeschalten, weil wir in der Werkstatt waren? Spiegel stimmen doch alle. Weil ab und zu, wenn du was am LKW änderst, dann setzt auch die Spiegel zurück. Aber die scheint noch zu stimmen. Hey, ich meine, alles, was wir gerade gemacht haben, waren innerhalb von einer Minute einfach mal einen Motor ausgetauscht und einen neuen eingebaut. Also, da hat sich jetzt am LKW nicht so viel geändert. Also. Ach, schöner Sternhimmel.
Warum sind diese Stoppschilder immer so, dass man nichts sieht? Ja, sorry, Auto, ich hab nichts gesehen. Also alles, was ich gesehen habe, war frei. Pech gehabt. Ha. So dumm. Ach, der vor mir ist wieder super langsam. Der fährt immer 10 km schneller, langsamer als man darf. Letztens, als wir 70 fahren durften, ist er nur 60 gefahren. Jetzt, wo wir 65 fahren dürfen, kann er nur 55 fahren. Was? Ein Opfer. Ich dachte, er kann mindestens immer 60 fahren. Aber nee. Wie sieht es so aus, als wenn wir viel weiter vorne wären? Als der da. Aber wir sind beide genau gleich weit vorne. Ja, suspekt. Ah ja. Da soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zu einer späteren Folge, denn dann wieder. Bis dann.